circa 2 Jahren unsere französische Bulldogge gestorben. Daraufhin haben wir gesagt, wir möchten gerne wieder einen Hund haben, haben uns auch lange überlegt, welche Rasse von Hund, kamen dann zur Continental Bulldogge und sind auch sehr zufrieden mit unserer Wahl. Lilo ist ein super Hund, liebt fast alle Menschen, reagiert nur auf andere Hunde an der Leine. Okay, basically the story is, she had a Frenchie 2 years ago, the animal passed away, so this dog is a plan dog, they want to have another dog, so she got to this breed actually, and actually she's almost fine, but she reacts to other dogs on the leash. Aber das hat auch einen Grund, und zwar gehe ich davon aus, dass ich mit ihr auch relativ nervös bin. Vor circa 7 Jahren ist mir auf einer Hundewiese ein Hund totgebissen worden. Das heißt, der Schock hat sich tief in mich reingefressen. Und das heißt, für mich ist es so, ich möchte halt nicht, dass das nochmal passiert. Und ja. So, this might have a reason. 7 years ago, a dog of hers... Ten years ago, a dog of hers died through a biting incident from another dog. So basically, she's still dealing with that in shock and, you know, is tense all the time because she doesn't want to happen it again, actually. So this transforms from her to the dog, obviously. So every time she sees a dog, she gets tense. Also wenn du auch andere Hunde siehst, wirst du selber angespannt? Ja, das kommt immer ganz drauf an, wie sie reagiert. It depends on how the dog reacts, that's what she says right now. Okay. Und sie hatte auch keine Probleme als, als Welpe. Das fing erst mit der ersten Läufigkeit an. Okay, she had no problems at all, whilst being a puppy. Ich weiß nicht, was Läufigkeit gerade heißt. The first time, danke. About 6 weeks before she started her first heat, that's when she started. Komm, wir holen uns einen Kaffee, ne? Wenn ihr was braucht, dann gibt's euch. All right, let's see the reaction. Und ich sage euch noch, ihr sollt leise sein, Mensch. So, what do you think on that reaction? Right now, that's not, es ist, ich sollte Deutsch sprechen. Du kannst sprechen, wie du willst, ich übersetze dann für Hessen. What do you think? Right now, I think she's starstruck, stage struck. This is not how she usually reacts. Auf der Bühne benimmt sie sich anders. So, how does she feel right now? Was glaubst du, wie sie sich jetzt gerade fühlt? Was glaubst du? Confused? Bisschen verwirrt vielleicht? She's not curious to you? Wirkt sie nicht neugierig? Doch. That's right. Yeah. So remember, you know, I have to guarantee Junior that he's going to have a good time. How? By knowing how they feel, knowing how I feel, and knowing how the environment feels. So it's about a feeling, right? So it has nothing to do with the breed. It's how does my dog feel right now? And how do I feel right now? And then how everybody else feels. That's what's going to influence. Ich habe das ja vorhin schon angedeutet. Wenn ich Junior, meinem Hund, verspreche, dass er eine gute Zeit hat, muss ich wissen, wie der Hund sich fühlt, wie ich mich fühle und wie wir uns alle genau in diesem einen Moment fühlen. Nicht in der Vergangenheit, sondern genau in diesem einen Moment. Das heißt, wir müssen wissen, wie sie sich fühlt, um auf die Situation angemessen reagieren zu können. So how does she feel now? Was würdest du sagen, wie sie sich fühlt? Aufgeregt? Yeah. Excited? Yeah. Curious, but calm. Aber ruhig. So you have to be very precise on how they feel, because if you're guessing, and then they know you're not sure. Okay. Wenn du rätst, bist du ja nicht sicher, ne? Und das überträgt sich, diese Ungewissheit überträgt sich ja so ein bisschen auch auf den Hund. Dann bist du dir nicht selbstsicher in der Situation und lebst es nicht präzise vor. Always, when you're not sure and you're tense. The best thing to do is to talk to the nose. Also immer wenn ihr dann unsicher seid, wie ihr euch selber verhaltet oder ob ihr selber nervös und angespannt seid, dann sprecht einfach die Nase an vom Hund. Es wird euch immer helfen. Why? Because the whole entire environment disappears. Weil das ganze Umfeld komplett verschwindet. Der Hund interessiert sich nur noch für das Leckerli oder das, was er zu essen dabei hat. The whole thing disappears. Wisst ihr, das ganze Umfeld ist weg. So a dog passes by, but the nose is engaged. So anything that the brain wants to see can't see. Because the nose controls 60% of the brain reaction.
Also egal, ob da jetzt Hunde unterwegs sind oder andere Sachen passieren, es werden quasi 60% des Gehirns von einem Hund wird angesprochen über die Nase und gesteuert über die Nase. So don't wait for her to tell you that she feels tense to another dog. Immediately talk to the nose. Also you change the moment. Also warte nicht und reagiere nicht auf das, was sie dir angeblich vorlegt, sondern versuch selber auf den Moment zu reagieren, wenn du merkst, dass du selber angespannt wirst, weil du ja vorahnst, was passieren kann. So that way the dog is living in the moment and whatever happens yesterday doesn't repeat again. Der Moment ist also wichtig für den Hund. Er lebt nicht in der Vergangenheit. Wir Menschen leben in der Vergangenheit, weil wir die schrecklichen Vorgeschichten kennen, von uns und von anderen Tieren. Aber der Hund will im Moment leben. So it's no tension on the leash. It's attention towards me, but it's also relaxation. So she was curious, but she was curious away from you. Now she's curious towards me. Ja, sie war zwar eben genauso neugierig, aber von dir weg. Jetzt ist sie neugierig mit mir zusammen oder fokussiert sich auf mich. Wir haben keine Spannung an der Leine, der Hund ist nicht angespannt. Eigentlich ganz easy. Yeah. She was curious to the environment, now she's curious to me. So now I can influence the brain and tell the brain how I want her to be around dogs. Vorher war das ganze Umfeld interessant und sie hat sich auf das Umfeld konzentriert. Jetzt konzentriert sie sich auf mich, also kann ich sie ansprechen und das Gehirn beeinflussen und sie steuern. So we changed the moment. Wir haben den Moment verändert. Makes sense? Also immer Würstchen dabei haben. Always have hot dogs in your pocket. You can have a toy, you can have food, affection, but a lot of times people feel nervous. So this one, the smells, immediately takes away everything else. Because, you know, when people want to give something, you have to give it when you're calm, not when you're nervous. Ganz wichtig, wir wollen ja die Ruhe belohnen. Es gibt drei Sorten, einen Hund zu belohnen. Das sind Spielzeug mit Zuneigung oder was zu fressen. Und zu fressen geht am allerschnellsten, wenn wir den Ball nicht finden oder was. Aber Leckerli riecht der Hund sofort und es geht sofort weiter. And if you see, I'm staying quiet and it's all energy and body language. Und du siehst ja, ich bin still, ich gebe keine Kommandos, ich bin ganz ruhig entspannt und gebe nur mit meiner Körpersprache Zeichen. Und so it's three things, the smell, my calmness and my signals. That's it. Drei Sachen, der Geruch vom Leckerli, meine Ruhe und meine Körpersprache. Right? So most people go like this. Right? And they go sit, 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 lie, sit, sit, sit. Hot dog, hot dog, hot dog, hot dog, hot dog. That's not gonna work. So if you do it that way, it's not gonna work. So geht's nicht. So it is literally is about calm, smell, and then it's how you guide the whole scenario. Because you want her to relax. The opposite of aggression is calmness. The opposite of tension is calmness. See, I always go to a calm dog. But then the human has to be calm too. Yeah? Also wenn wir einen ruhigen Hund haben wollen, müssen wir alle in der Situation ruhig sein. Wir leben die Ruhe vor und der Hund wird es imitieren, spiegeln. Good? Ja? Yeah? Good. Hast du gut gemacht. Thank you, Lilo. Thank you, Lilo. So, jetzt ist Liebe.